Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Ich hatte mir wieder mal eine Idee im Kopf gesetzt und die wollte ich mal wieder umsetzen. Und zwar diese leckere Snickers Biskuitrolle. Ein leckerer, fluffiger Biskuitteig, ummantelt von leckerer Schokolade. Die Füllung ist eine leckere Mascarpone-Creme und dazu noch Karamell mit Erdnüssen. Fangen wir direkt mit den Zutaten an. Viel Spaß beim Zuschauen. Dazu benötigt ihr 5 Eier, 80 Gramm Zucker, 80 Gramm Mehl, einen gestrichenen Teelöffel Speisestärke, einen halben Teelöffel Backpulver und 2 Teelöffel Backkakao. Backkakao, Backpulver und Speisestärke mische ich schon mal vorab in einer Schüssel. Eier, Zucker und Vanillezucker, hatte ich vorher vergessen zu erwähnen, werden jetzt in einer Rührschüssel ca. 5 bis 8 Minuten schaumig aufgeschlagen. Falls ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr das gerne noch mit einem Handrührgerät machen. Das dauert allerdings etwas länger. Wenn das Ganze dann luftig, locker aufgeschlagen worden ist, gebe ich das Mehlgemisch hinzu, das ich allerdings vorher hineinsiebe. Nun wird das Ganze nochmal umgerührt, jetzt nicht mit der Küchenmaschine, sondern mit dem Teigschaber. Vorsichtig umrühren, nur so lange, bis das komplette Mehl eingearbeitet ist. Das Ganze kommt dann auf ein Backblech mit Backpapier, glatt verstreichen. Und dann in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 13 Minuten. Die Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Infobox. In der Zwischenzeit können wir schon mal das Karamell machen. Dazu benötigt ihr Erdnüsse. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die vorher rösten. Gibt nochmal einen besonderen Geschmack. Zucker und etwas Crème fraîche. Zuerst wird der Zucker geschmolzen. Natürlich danach so lange rühren, bis dann komplett die Klümpchen verschwunden sind. Wenn der Zucker dann vollständig geschmolzen ist, gebe ich Crème fraîche hinein. Crème fraîche habe ich gestern Abend schon aus dem Kühlschrank genommen, damit der Temperaturunterschied nicht so allzu stark ist. Der Zucker wird dann natürlich erstmal fest. Einfach weiter rühren, bis der Zucker wieder geschmolzen ist und dann alles sich zu Karamell verwandelt. Nun gebe ich die Erdnüsse hinzu. Wie gesagt, die könnt ihr vorher noch mal rösten. Das gibt noch mal einen besonderen Geschmack. Jetzt schalte ich den Herd aus, verrühre das Ganze gut und dann fülle ich das einmal um. Vorsicht, alles sehr heiß. Das lassen wir jetzt auch mal beiseite einmal auskühlen. In der Zwischenzeit können wir jetzt die Creme vorbereiten. Dazu benötigen wir Mascarpone, Schlagsahne, Sun Apart, Erdnussbutter und Puderzucker. Zuerst schlage ich Mascarpone mit der Schlagsahne und den Sun Apart einmal auf. Falls euch das Rezept bis hierhin gefällt, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben.
Nun gebe ich einen Esslöffel Puderzucker hinzu. Später, wenn ihr mögt, könnt ihr noch ein bisschen mehr hinzufügen, aber ein Esslöffel würde reichen. Dann gebe ich noch die Erdnussbutter dazu und das Ganze wird nochmal kurz aufgeschlagen, bis sich alles verbunden hat und dann ist die Creme auch schon fertig. Nochmal alles gut durchrühren mit dem Teigschaber, am Rand bleibt ja immer was hängen. Und das wird jetzt nochmal kalt gestellt, bis das Karamell ausgekühlt ist. Nachdem ich den Biskuitboden aus dem Ofen genommen habe, streue ich sofort Zucker darauf, lege ein sauberes Tuch darauf und drehe einmal den Biskuitboden einmal rum. Nun löse ich vorsichtig das Backpapier vom Biskuitboden. Lege das Backpapier wieder auf den Biskuitboden und drehe das Ganze nochmal rum. Vorsichtig das Küchentuch wieder abgemacht und jetzt wird der Biskuitboden einmal vorsichtig aufgerollt. Und das Ganze lassen wir im aufgerollten Zustand auskühlen. Kennt ihr auch schon meine Zitronen-Biskuitrolle? Die schmeckt wirklich super. Die verlinke ich euch gerne unter dem Video in der Beschreibung. Nachdem alles schön erkaltet ist, geht's ans Füllen. Dazu den Biskuitboden nochmal aufrollen und dann gebe ich erst das Karamell obendrauf. Verstreiche dieses glatt und darauf verteile ich dann die Mascarpone Erdnussbuttercreme. Am oberen Rand lasse ich ca. 2-3 cm frei, da sonst beim Aufrollen alles wieder rausquillt. Also schön was freilassen, dann habt ihr einen sauberen Abschluss. Mit Hilfe des Backpapiers schön aufrollen und dann mit der Naht nach unten auf einen Teller legen. Damit das Ganze mehr Stabilität hat, stelle ich das Ganze für eine Stunde in den Kühlschrank, bevor es dann weitergeht. Hier habe ich jetzt 2/3 der Vollmilchkonfitüre über ein Wasserbad geschmolzen. Ein Teelöffel Kokosöl habe ich ebenfalls hinzugefügt. Wenn das dann geschmolzen ist, gebe ich dann das letzte Drittel der Konfitüre hinzu, ohne Wasserbad. Einmal kurz durchrühren, dann haben wir die Schokolade schön temperiert. Dann kriegt sie auch nicht so einen Grauschleier. Die Biskuitrolle habe ich auf ein Kuchengitter gegeben, darunter ein Backpapier. Rechts und links habe ich schon mal ein Stück abgeschnitten, um eine saubere Kante zu haben. Und jetzt gebe ich die leckere Vollmilchkuvertüre einmal oben drauf, bis alles schön verdeckt ist. Die übrige Schokolade, die runterläuft, nicht wegschmeißen. Da könnt ihr ganz leckere Schokocrossis herbeizaubern. Einfach Cornflakes mit gehackten Mandeln und dann habt ihr schon eine Resteverwertung. Und wie gefällt euch die Biskuitrolle? Werdet ihr sie nachmachen? Schreibt mir das doch gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich immer wieder, was von euch zu lesen.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Hinterlasst mir doch gerne ein kostenloses Abo, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Bye bye.